Lieben, willkommen wieder bei Zauberhafte Leckereien mit Martina Ziel. Heute habe ich vor, mit euch einen Flammkuchen zu machen, und zwar einen Spargelflammkuchen mit grünem Spargel. Ich habe heute grünen Spargel eingekauft und alles, was ihr dazu braucht, das seht ihr jetzt schon hier auf dem Tisch, und zwar das Pizza Party Set von The Pampa Chef. Das ist der geniale Zauberstein, also ohne den geht's überhaupt nicht. Also wenn ihr einen knusprigen Flammkuchen wollt, der durch und durch knusprig ist, dann kommt ihr nicht um diesen Zauberstein herum. Ihr braucht eine geniale Reibe, einen Teigroller, einen Pizzaschneider und einen Heber. Jetzt beginnen wir, und was ihr an Zutaten braucht, das zeige ich euch jetzt. Als Zutaten braucht ihr 95 Gramm Wasser, eine Prise Zucker, 10 Gramm frische Hefe, 200 Gramm Mehl Typ 550, ihr braucht 1,5 Esslöffel Olivenöl und einen halben Teelöffel Salz. Natürlich braucht ihr für den Belag dann auch noch Auflage, und zwar braucht ihr grünen Spargel, etwas von den Frühlingszwiebeln, ihr braucht einen Schmand, ihr braucht etwas Käse, ihr braucht einen Zitronenabrieb, aber das alles sage ich euch auch noch mal während des Films. Also, jetzt gehen wir an den Thermomix. Gebt nun 95 Gramm Wasser in euren Thermomix hinein. Eine Prise Zucker. Und 10 Gramm frische Hefe. Genau. Das Ganze verrührt ihr jetzt 2 Minuten auf Stufe 2 bei 37 Grad. Und wenn das rum ist, hole ich euch wieder hinzu. So, jetzt gebt ihr hinzu 200 Gramm Mehl Typ 550. Ja, 205. Ja, kleines bisschen nehmen wir noch raus. Jetzt sind es genau 200 Gramm Mehl. Dann gebt ihr hinzu 1,5 Esslöffel Olivenöl. Dann gebt ihr hinzu einen halben Teelöffel Salz. Und das Ganze lasst ihr jetzt wieder verrühren. Das heißt, ihr knetet, lasst es kneten, und zwar für 5 Minuten. Na? Jetzt für 5 Minuten auf Knetstufe. Und los geht's. Und wenn der geknetet ist, hole ich euch wieder zurück. Und jetzt nehmt ihr den einfach raus in eine Schüssel. In meinem Fall mache ich das in die Nixe rein, weil die optimal ist. Das ist jetzt die 1 Liter Nixe, weil die einen Deckel hat. Ja, also ihr könnt da ganz, ganz toll euren Teig verwahren. Jetzt ist der noch so ein bisschen grümelig. Nehmt den einfach und macht so eine Oberflächenspannung daraus. Und ihr seht, das ist wirklich eine kleine Menge. Das ist also für einen Stein. Ja? Legt das rein, macht einen Deckel drauf. Und ihr habt jetzt nichts zu tun, für eine Stunde muss der gehen. Nach einer Stunde sehen wir uns wieder, dann zeige ich euch, was man mit dem Belag macht. Bis gleich. Ja, jetzt geht es daran, den Teig auszubreiten und den Belag drauf zu kriegen auf den Flammkuchen. Der Teig, der ist jetzt eine Stunde gegangen.
Das sieht jetzt wirklich ganz, ganz toll aus. Der ist richtig schön aufgegangen. Und den holt ihr jetzt einfach raus. Wenn ihr einen neuen Zauberstein habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr den jetzt fettet. Mit Butaris oder mit ganz hauchfein Rapsöl drauf. Ihr könnt auch Butter nehmen. Das ist wichtig, dass der Flammkuchen nicht anbackt. Mein Zauberstein, der ist schon alt, der hat eine Patina und den muss ich auch nicht mehr fetten. Und von daher zeige ich euch das jetzt gerade heute mal nicht. Ihr nehmt also jetzt den Teig und euren genialen Teigroller und ihr fangt an, den Teig auszurollen. Und ihr werdet sehen, wie einfach das geht. Und zwar arbeite ich jetzt wirklich nicht mehr mit Mehl. Früher habe ich immer Mehl gebraucht. Das brauche ich hier nicht. Ihr habt eine Hand frei. Euer Kraftpunkt ist genau da, wo er hingehört. Und zwar auf die Walze. Und so einfach könnt ihr den Teig jetzt ausarbeiten. Wenn da mal so ein kleines Loch entstanden ist, dann könnt ihr das einfach mit der kleinen Walze ein bisschen zumachen. Die ist ein bisschen verfestigter sozusagen. Und schaut mal, wie schnell und wie einfach man das ausgewählt hat. Ja, ganz, ganz schnell. Und da bleibt nichts hängen an der Walze. Also es ist eine ganz, ganz saubere Angelegenheit. Es ist ganz dünn ausgewählt. So wie ein Flammkuchen auch sein muss. Und es klebt nichts. Also ich könnte den jetzt nochmal runternehmen. Ihr seht, es klebt nichts fest. Ich kann einfach das ablegen, so wie es genau sein soll. Es ist ganz, ganz eine einfache Sache. Als nächstes nehmt ihr jetzt den Spand und gebt den auf den Teig. Ich muss den ein klein bisschen abschütten, denn obendrauf ist etwas Flüssigkeit, dass es nicht zu sehr durchweicht. Und mit dem Scrubber könnt ihr das einfach ganz leicht auftragen. Verteilt es schön, dass es gleichmäßig ist. So. Als nächstes salzt und pfeffert das Ganze noch ein bisschen. Nun schneidet ihr die Stangenschwarte, und zwar die grünen, und schneidet die so hauchfein, wie es gerade geht. Und zwar schneide ich die so schief an. Nehmt ihr eure Frühlingszwiebeln, auch die werden fein geschnitten. Um dem Ganzen noch etwas Würze zu geben, nehmt ihr noch ein bisschen Speck. Der ist auch ganz fein gewürfelt. Oben drüber reibt ihr jetzt noch Käse, das mache ich jetzt gleich. Ich mache hier gerade das Brettchen sauber und dann hole ich euch hinzu. Ja, alles was ihr jetzt noch machen müsst, das ist ein bisschen Käse reiben. Dafür haben wir die geniale Microplane. Zeige ich euch jetzt, ich habe ein bisschen Emmentaler Käse. Und da reibt ihr einfach ein bisschen ab.
Und von einem ganz kleinen Stück kriegt ihr wirklich eine Menge Käse. Also überlegt euch das in Zukunft, ob ihr geriebenen Käse kauft. Denn es ist viel günstiger, so einen Blockkäse zu kaufen. Also ich habe gestern den Blockkäse für 1,99 € gekauft, 400 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel das in so einem Päckchen drin ist. Diese Päckchen, die werden noch bedampft, ja, damit dieser Käse innen drin nicht zusammenklebt. Und ich glaube nicht, dass es gut ist für unsere Gesundheit. Und schaut einfach mal, wie genial unser Käse wird mit der Microplane-Reibe. Gebt den Käse jetzt einfach noch über die Pizza hin drüber, über den Flammkuchen hin drüber. Ist ja gar keine Pizza, ist ein Flammkuchen heute. Und dann könnt ihr auch noch mit der feinen Reibe, das ist auch eine Microplane-Reibe, könnt ihr noch Parmesan ein bisschen drüber geben. Ihr streicht also diesen Hartkäse wirklich ganz leicht einfach nur über die Käsereibe. Und schaut, der ist wirklich wie Schnee, der Parmesan. Auch da gebt ihr noch ein bisschen drüber. Dann reibt ihr nochmal mit dieser Microplane-Reibe fein ein bisschen Zitronenzester ab. Macht es einfach verkehrt herum, dann liegen nämlich die Zester obendrauf auf der Reibe. Und ihr könnt die ganz wunderbar dann entnehmen, so viel wie ihr braucht. Dann gebt ihr die Zester einfach in ein Gefäß rein. Dazu gebt ihr dann etwas Olivenöl. Ein bisschen Zitronensaft noch. Und das Ganze verrührt ihr jetzt mit einem Pinselchen und gebt es auch einfach nur so ganz leicht obendrauf. Einfach für den guten Geschmack. Damit dieser Flammkuchen wirklich ganz, ganz frisch schmeckt. So, mit dem Pinsel könnt ihr dann obendrauf noch ein bisschen den Käse so verteilen. Und dann vermischt sich dieser Zitronengeschmack auch noch ein bisschen mit dem Käse. Ja, und das war's dann auch schon. Und so sieht mein Flammkuchen aus, mein Spargelflammkuchen jetzt vorher. Jetzt geht er in den Backofen. Ich habe meinen Backofen heute vorgeheizt auf 250 Grad. Ihr müsst einfach bei euch am Backofen schauen. Ist es ein ganz heißer Backofen, dann müsst ihr keine 250 Grad wählen, sondern dann reichen auch 230 Grad. Ich merke bei meinem, ich brauche 250 Grad. Also, ich hole euch später hinzu, sobald der Flammkuchen fertig ist. Der Flammkuchen gehört immer, also die Stoneware gehört immer auf den Rost und das ist das Einschubfach bei Ober- und Unterhitze. Schaut, ist der nicht fantastisch? Also ich bin ja immer wieder begeistert, ja? Wie schnell, also so ein Flammkuchen zu machen ist. Jetzt will ich es euch ein bisschen kippen, damit ihr das seht. Und ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Mein Flammkuchen war jetzt bei 250 Grad 20 Minuten im Backofen. Ich mache jetzt gerade den Backofen noch schnell aus. Und der ist also perfekt, ja. Ich kann den auch hin und her schieben. Der ist nicht festgebacken, ja. Ist wunderbar geworden. Und ich schneide ihn jetzt für euch an und ich mache auch noch einen Geschmackstest. Das knuspert noch. Und schaut, also der ist ganz, ganz, ganz wunderbar vom Teig her. Ganz, ganz, ganz toll. Wieder heiß, ist frisch aus dem Backofen rausgekommen. Mmh.
excellent. Also ganz, ganz toll. Ich kann es euch nur empfehlen. Das schmeckt also prima mit diesem grünen Spargel. Ist da mal noch ein Stückchen. Ist ganz weich geworden. Also schmeckt ganz, ganz toll. Mit diesen Zitronenzestern und ein bisschen Öl und mit diesen paar Speckwürfelchen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr wisst, das ist alles kostenlos. Ihr könnt einfach euch immer wieder neu informieren lassen. Wenn ich einen neuen Film rausgebracht habe, dann werdet ihr per E-Mail informiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich besucht auf meiner Facebook-Gruppe Zauberhafte Leckereien mit Martina Ziel. Und ganz toll wäre es, wenn ihr diesen Film teilen würdet mit euren Freunden, damit viele Leute sehen, wie toll das es ist, auf den Steinen zu backen oder zu kochen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Eure Martina. Musik